Die deutschen Fußballnationalspielerinnen haben wenig übrig fürs Zocken am Computer. Wir müssen dieses Thema noch nicht mal ansprechen, weil die Spielerinnen die PlayStation nur wenig bis gar nicht benutzen. Letztens wurde sie sogar im Hotel vergessen, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg der Bild am Sonntag. Die DFB-Auswahl macht sich am Montag auf den Weg zur Weltmeisterschaft nach Frankreich. Bei der Männer-WM in Russland sollen sich im Vorjahr einige deutsche Nationalspieler im Teamquartier Watutinki bis spät in die Nacht noch mit Online-Spielen beschäftigt haben. Das Frauenteam ist Coach Voss-Tecklenburg zufolge da anders. Sie spielen eher Karten, Tischtennis oder Gesellschaftsspiele, sagte die 51-Jährige. Let's block ads. Why?